Ein neuer Name, der verbindet. Das Philharmonische Orchester des Theaters Plauen-Zwickau erhielt den Titel Clara Schumann Philharmoniker Plauen-Zwickau. Die feierliche Titelverleihung erfolgte gestern in der Neuen Welt in Zwickau und heute Abend wird das noch einmal im Plauener Vogtlandtheater geschehen. Das altehrwürdige Konzert- und Ballhaus Neue Welt bot den angemessenen Rahmen für diesen feierlichen Akt. Dieser begann musikalisch natürlich mit Schumann, mit der Symphonie in H-Moll, genannt die Unvollendete. Unmittelbar danach erfolgte die Titelverleihung. Generalintendant und Schauspieldirektor Roland May stellte fest, dass in seiner nunmehr 11 Jahre währenden Amtszeit die Umbenennung immer wieder ein Thema war. Viele Ideen sind hin und her gewogen worden über die Jahre. Richtig zufrieden waren wir nie. So verebbten die Diskussionen immer wieder. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt in den vergangenen Monaten noch einmal neue Fahrt aufgenommen haben, hier in eine enge Diskussion gekommen sind mit dem Orchester selber. Das ist ja wichtig, dass die Musiker auch hinter einem neuen Namen stehen. Unser Generalmusikdirektor hat hier wunderbar auch vermittelt, hat selber Ideen eingebracht. Und so sind wir heute in einer Situation, wo wir diesen feierlichen Akt vollziehen können. Denn es ist für uns immer bei jeder Überlegung wichtig gewesen, gibt es eine verbindende Brücke, einen Namen, der ja unsere beiden Trägerstädte quasi auch mit einschließt. Und das war im Grunde genommen immer ein Problem, hier zu einer schönen Namensgebung zu finden. Clara Schumann wirkte sowohl in Zwickau als auch im Vogtland und ist somit eine ideale Verbindung. Eine starke Frau, heute noch ein Vorbild und ein weltbekannter Name. Für Leo Siberski, wie er sagt, ein historischer Tag. Wir freuen uns sehr, wir sind wahnsinnig stolz, dass wir heute die Namensumbenennung unseres Philharmonischen Orchesters feiern dürfen in Clara Schumann Philharmoniker Plauen-Zwickau. Der Beweggrund war, dass wir abgesehen von einer größeren Identifikation des Orchesters mit einem richtigen Namen, dass wir eine Musikerin ehren wollen, eine Künstlerin ehren wollen, die schon im 19. Jahrhundert im Grunde genommen das Leben vorgelebt hat, wie wir es jetzt im 21. Jahrhundert auch für Frauen eigentlich immer einfordern, nämlich selbstständig, viele Kinder oder überhaupt Kinder, ein Ehemann und trotzdem selbstständig und eine erfolgreiche Persönlichkeit in ihrem Beruf, für ihren Ehemann trotzdem da und also eigentlich eine ideale Konstellation. Auch Oberbürgermeisterin Pia Findeis ist glücklich über diesen Titel. Ja, das Orchester ist erstmal eine wichtige Institution für Zwickau, aber auch für Plauen und für das Theater insgesamt. Aber Theaterorchester, das ist kein Markennamen, der irgendwo durchdringt und das Orchester bekannt machen kann. Und der Name Robert Schumann für ein Orchester hier in Zwickau ist leider schon über 30 Jahre vergeben. Denn die Robert-Schumann-Philharmonie, die hat ihren Sitz in Chemnitz und nicht in Zwickau. Und die sind auch nicht bereit. Die haben sie nur gelächelt, als wir mal die Anfrage gestellt haben, ob sie sich nicht vorstellen können, dass Zwickau diesen Namen trägt. Und da ist das Orchester auf die Idee gekommen, im Clara-Schumann-Jahr, dass man das Orchester ja auch Clara Schumann nennen könnte. Und die Idee ist hervorragend gewesen, ist aufgegriffen worden. Und deshalb bin ich froh und glücklich, dass das gelungen ist, dass wir jetzt die Clara Schumann Philharmoniker hier am Theater Plauen-Zwickau haben. Herzlichen Glückwunsch. Sichtlich gerührt nahm Konzertmeister Georg Nojogan die Urkunde entgegen und es folgte ein nicht enden wollender Applaus des Publikums.
Dass der erste Akt in Zwickau erfolgte, hat keinerlei Bedeutung. Also das ist jetzt einfach nur Zufall, weil die will immer zuerst in Zwickau das Sinfoniekonzert spielen. Also da gibt es auch überhaupt gar keine Rangfolge. Morgen wird auch, wie ich gehört habe, sehr schön die Oberbürgermeisterin von Zwickau auch nach Plauen kommen. Und dort werden wir alle gemeinsam das dann feiern. Plauen und Zwickau, Klara Schumann ist ja ein Bindeglied zwischen Plauen und Zwickau. Sie hat in Plauen gewohnt, sie hat natürlich über Robert hier nach Zwickau den Bezug. Und so ist das schön, dass wir eins der wenigen Bindeglieder, die beide Städte haben, dann auch jetzt wirklich schwarz auf weiß immer zelebrieren können.